Ozean zu schwimmen, ist für die meisten Leute der pure Horror, ja, das ist das absolute Horrorszenario. Es ist speziell, ja, also auch ich sage jetzt nicht, dass ich mich da pudelwohl fühle, es ist was Besonderes, aber man erlebt halt auch ganz fantastische Dinge. Ich bin mir auch gerne in so Wellen und ja, ich fühle mich dann immer so zurückversetzt in meine Kindheit. Ich habe zum Beispiel diese Erinnerung, mein Opa, das war so ein richtiger, den habe ich sehr, sehr geliebt und das war so ein richtig großer, starker Typ. Und der hat mich als Kind immer so genommen und so über den Kopf so hochgeworfen und natürlich wieder aufgefangen. Und ich weiß noch genau, wie sich das angefühlt hat, ja. Das war fantastisch. Und das Gleiche habe ich da draußen. Das war jetzt meine total offshore, also weit weg von den Küsten. Und dort gibt es nur die wirklich großen Fische, die großen Predators, die großen Haie. Und die sind einfach entspannter. Ja. So, ich hatte jetzt auf Hawaii die Situation, dass neben den Haien, die versteckt waren, halt einer direkt in Erscheinung getreten ist, ein Blauhai, auch recht groß. Immer mal als Freund. Und bis dato wurde ich immer gut behandelt. Und anderthalb Stunden hat der Kapitän das Boot gestoppt und hat dann gesagt, dass ich mich jetzt bereit machen sollte. Und man konnte wirklich nichts sehen. Es war absolute Finsternis. Und ich habe ihn dann angesprochen und gefragt, ob er denn das Boot jetzt noch weiter fährt zu dem Startpunkt. Und da sagte er, nein, wir sind schon da. Das Land wäre so 200, 300 Metern noch entfernt, aber weil es also dunkel wäre und die Felsen auch komplett schwarz sind, würde man nicht sehen. Und er hatte zwar einen Suchscheinwerfer an Bord, aber er könnte den ja jetzt nicht anmachen. Ich bin dann geschwommen, ich habe dann meine Armzüge gezählt, ich habe so 50 Armzüge gemacht, habe einen angehaltenen Kurs nach hinten geguckt und habe das Boot dann nur noch so als kleines Licht gesehen, was so in den Wellen so auf und ab ging. Und bin dann da dran angefasst, habe mich so ein bisschen hochgezogen und dann, dann habe ich direkt in so zwei Augen reingeguckt, weil da so ein paar Robben geschlafen haben. Und also die waren wirklich, diese eine Robbe, die war wirklich so 20 cm vor meiner Nase und guckte mich an und war aber ganz friedlich. Und ja, ich habe da noch, ja, hört sich für mich verrückt an, aber ich habe da noch kurz mit den Robben gesprochen und ja, bin dann zurück zum Boot. Ne?